Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn Jesus seinen Jüngern die Lehre vom Reich Gottes nahebringen will, macht er das normalerweise in Gleichnissen, erzählt es ihnen in kleinen Geschichten, wie er selber sagt, damit sie es besser verstehen. Im Evangelium dieses Sonntages ist es allerdings deutlich anders. Hier spricht Jesus eindeutig Klartext. Er sagt: Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch beschimpfen. Klare Aussagen, ein ganz klares Programm, könnte man sagen, das uns nicht so ganz einfach vorkommt. Und wahrscheinlich war es auch für seine Jünger nicht so ganz einsichtig, was er da von ihnen verlangt. Er erklärt es ihnen dann auch, begründet es. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und dann erklärt er auch noch an späterer Stelle des Evangeliums, warum sie das tun sollen, warum wir es tun sollen. Und er beantwortet in gewisser Weise auch die Frage, ja, was habe ich denn davon, wenn ich das mache? Er sagt, ihr sollt eure Feinde lieben und Gutes tun und leihen, wo ihr nichts zurückhoffen könnt, dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Eins scheint völlig klar zu sein. Jesus möchte, und ich denke, die meisten von uns wollen das auch, dass wir uns von den Sündern, so wie er sie nennt, unterscheiden. Dass wir als Christen anders handeln und leben als die Sünder. Wir sollen unsere Feinde lieben und nicht nur unsere Freunde. Wir sollen denen Gutes tun, die uns hassen. Und nicht nur denen, von denen wir erwarten dürfen, dass sie uns auch Gutes tun. Es ist sicherlich nicht so ganz einfach, dieses Programm umzusetzen, denn wir sind ja schließlich nicht Jesus, wir sind nicht Gott, wir sind einfach nur Menschen. Aber was wir auf jeden Fall können, ist versuchen, diese Forderungen umzusetzen, versuchen, so zu leben, wie nach Jesu Vorstellung Christen leben sollen. Und auch wenn es uns nicht immer gelingt, Ziele, besonders in diesem Fall, Ziele sind oft sehr absolut gesetzt und manchmal unerreichbar. Und dann gilt, gerade auch für diese Forderung gilt das, dass der Weg das Ziel ist. Und das ist ein Ziel, das wir auch wirklich erreichen können. Wir können uns auf den Weg machen und versuchen, unsere Feinde zu lieben, diejenigen zu lieben und denen Gutes zu tun, die uns hassen. Und wenn wir dies tun, wenn wir dies ernsthaft versuchen, dann gilt, denke ich, auch der Schluss des Evangeliums für uns. Gebt, dann wird euch auch gegeben werden. Ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen. Denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch zugemessen werden. Also, ich wünsche uns und Ihnen, dass es uns gelingt, mit dem richtigen Maß zu messen. Schönes Wochenende.